Da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Fates Vermächtnis hier mit mir, Sefi, und wir sind... Ich schiebe meine leere Tasse kurz zur Seite. Wobei, leer ist nicht. Ein bisschen ist noch drin. Aber der Tee ist mittlerweile auch schon lauwarm kalt. So, wir sind soweit fertig ausgerüstet. Nehme ich an. Gut, dann machen wir nämlich gleich mal weiter. Sebastian, bringe uns zum nächsten Kapitel. Dankeschön. Kapitel 10. Dorf der Ninja. Kriegen nach dem Kapitel für uns. Ich rekrutiere sie alle. Ich nehme sie alle mit. Mein Team besteht nur noch aus Ninjis. Mokushu. Der Weg vor uns sieht dicht bewaldet aus. Müssen wir da durch? Truly. Ja, er scheint undurchdringbar. Doch gibt es einen Weg zur bodenlosen Schlucht. Diese Gegend gehört zu Mokushu, einer weiteren unabhängigen Nation. Die Bewohner dieser Gegend müssten uns freundlich gesonnen sein, aber... Wir sollten uns daran erinnern, wie Noh Izumo infiltriert hatte, bevor wir ankamen. Ich denke, wir müssen uns nicht sorgen, dass Noh und Mokushu aufrüstet. Die Einheimischen sind bekannt für ihre exzellenten Kampfkünste. Viele große Ninja haben hier ihre Fähigkeiten perfektioniert. Nein, es ist wahrscheinlich klar, dass Noh-Strategen diese Gegend gemieden haben. Selbst wenn dies bedeutete, den längeren Weg zu nehmen. Ah. Und wir haben von keinen Kämpfen in diesem Gebiet gehört. Ein gutes Zeichen. I see. Na gut, dann lasst uns weitergehen. Ah, well. Puh, ich wette, ihr habt nicht erwartet, mich hier zu treffen. Sola, bist du uns gefolgt? Du bist zahlenmäßig unterlegen, also bist du wohl nicht auf einen Kampf aus? Bleib ruhig, Sefi. Er kam nur, um mir eine Chance zu geben, um ihn zu töten. Wie aufmerksam von ihm. Nein, bitte! Ich ergebe mich. Ich kam nicht, um euch herauszufordern. Ich kam, um zu kapitulieren und hoffte, dass ihr mich meine erbarmen würdet. Und wieso sollten wir dir trauen? Nun, um ehrlich zu sein, das solltet ihr nicht. Ich versuchte, euch zu töten. Aber ihr habt gesehen, was mein Lord Leo mit mir vorhatte. Ich kann nicht mehr nach Nord zurück. Ich wurde verbannt. Ohne eine Armee bin ich keine große Gefahr. Aber vielleicht könnte ich euch von Nutzen sein. Sefi, du kannst doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, oder? Moment, das kannst du doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Kann ich ihn jetzt töten? Ja, bleib bitte weg von mir, bitte! Ich denke, er sollte mit uns kommen. Excuse me? Moment, ernsthaft? Ja, ernsthaft, Sefi? Ja! Wie ich schon sagte, er ist keine große Gefahr. Und vielleicht nützt er uns ja wirklich. Es ist nicht die Hoshidische Art, den Hilflosen den Rücken zu kehren. Goodness gracious. Du hast ein gütiges Herz, Sefi. Vielleicht sogar zu gütig. Oh, danke, Prinzessin Sefi. Unglaublich, dass König Garon mich überzeugt, dass sie den Tod verdient. Was sie heute hier getan hat, zeigt euren wahren Charakter. Den einer Anführerin. Du übertreibst, Sola. Und vergiss nicht. Wenn du dich auch nur ein klein wenig verdächtig verhältst, dann erlaube ich Hinoka sofort, dich zu töten. Ich werde immer in der Nähe sein, mit dem Schwert in der Hand, Sola. Denk noch nicht einmal daran, etwas Dummes anzustellen, verstanden? Ja, Milady. Bitte tu mir nicht weh. Wieso mit dem Schwert? Sie führt eine Lanze. Die Waldluft ist erfrischend. Und ich muss sagen, dass ich dies nicht mehr genieße, als die ewige Treppe. Sind wir schon in der Nähe der bodenlosen Schlucht, Sakura? Yes. Ja, ich denke schon. Was ist los? Bist du vermüde? Nein, ich dachte nur an Ryoma und Takumi. Manchmal vergesse ich, dass sie verschollen sind. Und wenn ich mich daran erinnere, dann fühlt sich das wieder wie eine frische Wunde an. Listen. Das Gefühl kenne ich. Aber bitte versuche positiv zu bleiben. Es bringt nichts, sich zu sorgen. Das macht dich nur verrückt. Du hast recht. Ich versuche mein Bestes. All right. So ist es recht. Huch! Pass auf! Shuriken? Alle Mann in Deckung! What's this? Die gehören einem Ninja aus Mokushu. Hey! Ich spüre viele Personen. Ich glaube, wir sind umzingelt, Sefi. What was that? Verdammt! So viel dazu, dass nur Mokushu fernbleibt. Unbelievable. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier um Noren handelt. Sie hat recht. Ich weiß, dass nur kein Krieg mit dem Königreich Mokushu will. Hey! Wie praktisch! Komm her, du Zwerg! Bitte nimm Ölklinge von meinem Hals. Erst wenn du sagst, was hier los ist. Ich weiß genauso viel wie ihr. Vielleicht hat sich nur mit Mokushu verbündet.
Der hässliche Wicht hat recht. Unser Reich hat eine Abmachung mit Noor getroffen. Wer seid ihr? I am called Kotaro. Ich bin Kotaro, Daimo von Mokusho. Und was ist euer Problem mit uns, Daimo Kotaro? Wir wollen euer Gebiet nur durchqueren. Truly. Ja, wir dachten, dass Mokusho eine unabhängige Nation ist. Und doch seid ihr mit Noor verbunden? What? Verbunden? Mokusho ist mit keiner Nation im Bunde. Wir verfolgen momentan lediglich dieselben Interessen wie Noor. Wenn Hoshido besiegt ist, wird Garen uns mehr Land zu teilen. Wir warten schon lange auf die Chance, uns auszudehnen. Dieser Krieg ist die perfekte Möglichkeit dafür. No. Ihr seid also ein Kriegsprofiteur. Wie nobel. Ihr Götter, der berühmte Daimo Mokusho ist ein intriganter Politiker. Ich kann meine Enttäuschung gar nicht in Worte fassen. Und selbst wenn, es würde keinen Unterschied machen. Wacht auf, ihr dummen Hoshiden. Nur die Ehrgeizigen gewinnen in dieser Welt. Es war unbedacht von uns, dies nicht in Betracht zu ziehen. Allerdings, jetzt da ihr alle beisammen seid, kann ich den Krieg heute beenden. Ich freue mich darauf, ein Schloss auf den rauchenden Ruinen Hoshidos zu errichten. Redet nur weiter. Ich sorge dafür, dass ihr eure Worte noch bereut. So, wir müssen langsam aufmisten. Tschüss, Rinka. So, der Rest kann auch bleiben. So. Du gehst dahin. Ich habe ganz vergessen, dass man das kann. Bis dahin. Wen haben wir denn noch? Schwierig. So viel Auswahl. Was machen wir? Was machen wir? Im Moment machen wir gar nichts. So. Weißt du was? Hinata kann eigentlich auch gleich zu Hause bleiben. Die benutzen wir eh nicht. So, viele Ninjas. Warum ist hier mitten im Wald eine Truhe? Na gut. Oh, ich das schon. Ein Sonnenfest. Gibt's noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut, dann beschmeißen wir uns mal gegenseitig mit Schuriken. Könnte ganz lustig werden. Viel besser. Leider haben wir keine Axtnutzer. Wir hätten Plätze zu nur als Bonus mitnehmen, weil die wäre ja auch im Vorteil gewesen. Wow. Victory is mine. Yay, Level Up für Hinoka. What? Yay. Und sie hat Geschwindigkeit plus 2 erlernt. Das verleiht Geschwindigkeit plus 3, wie der Name schon sagt. So. Dann beschmeißen wir uns mal gegenseitig mit Schuriken. That was a good fight. Yay, Stacheln. Nö. Ach ja, ich vergaß, der feine Herr Saito krittet ja nicht gerne. Oh, wie weit kommt der Bogenschütze? So. Überlebst du die Angriffe? Ja, dann aktivierst du mal. Oh, das ist die falsche. Welches ist denn die Drachenader, die wir brauchen? Was ist die Drachenader dafür? Ist das die? Nein. Hä? Hier muss doch irgendwo eine Drachenader sein. Da ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Na okay, dann eben nicht. I'm always ready. Und Level Up für Sura, sehr schön. Sollte ich vielleicht nicht zu weit in die Stadt hineinbegeben. Muss ja nicht gleich jeder Schaden kriegen. Und
und ein Level-Up für Sakura. Sehr schön. Hi. Here I am. Oh, ausgewichen. Sehr schön. Da macht aber jemand seinen Job. Hi. Großartig. Und was jetzt? Moment, ist das nicht... Takumi! Takumi, hier drüben! Big Brother! Bruder! Are you all right? Ich bin so froh, dich zu sehen, Bruder. Bestimmt nicht. Der Pfeil hätte mich beinahe getroffen. Takumi, was machst du denn? Kill. Töten. Huh? Ich hätte der Auserwählte sein sollen. What? Das ist unheimlich. Please. Takumi, no. Was ist mit dir geschehen? I will not be stopped. Ich werde ignoriert. Bin allein. Vergessen. Aber ich bin mächtiger, als Sie sich vorstellen können. Was sagst du da? Das reicht, Takumi. Ich werde nicht länger im Schatten bleiben. Jetzt sehen Sie mich alle zum ersten Mal. Ich lasse Sie für Ihre Taten bezahlen. Ich werde Sie töten. Takumi! Sieh sich einmal die Farbe seiner Augen an. Kann das sein? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss für ihn singen. Guten Tag! Niemand beachtet mich. Ich bin allen egal. Sterbt, 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 sterbt! Wait! Takumi, hör mir zu! Du bist... Listen. Das ist egal. Ich bin jemand, der dir helfen kann. Du wirst von einer dunklen Macht kontrolliert. Das bist nicht du. Du darfst nicht nachgeben. Du schaffst das. Hör gut zu. Listen. Takumi, kannst du mich jetzt hören? Asura, bist du das? Just in time. Ja, ich bin es. Nur den Göttern sei Dank. Huh? Wo bin ich? My apologies. Unglücklicherweise sind wir mitten in einem Kampf. Ich habe keine Zeit für Erklärung. Kannst du dich verteidigen? Ich denke schon. Mir geht es gut. Hey. Sehr gut. Aber vergiss nicht. Du bist stark und klug. Du bist etwas Besonderes. Ich glaube an dich, Takumi. What? In Ordnung. Das ist der Takumi, den ich kenne. Und jetzt komm. Du musst dich konzentrieren, um diesen Kampf zu überleben. Hold on a minute. Warte, Asura. Ich bin noch ein wenig benommen. Ich habe so viele Fragen. Ich muss wohl einfach überleben, um Antworten zu bekommen. Das ist richtig, Junge. So, du kannst mal die EP wiederholen. Sehr schön. So, dann schnell runter von diesem verfluchten Feld. Dann greifen wir mal so an. Au. Das arme Pferd, das muss ich ganz schön einstecken. Ist wohl aufgespießt worden. So. Naja, der Kase da wird das schon aufhalten. Na toll, ich wollte eigentlich EP haben. Na gut, dann holst du die EP im Dohoshi. Wenn sie trifft. Bring it on. Dann holen sie eben nicht die EP. Dann macht das eben Inoka. Wenn sie trifft. Dankeschön. Good.
So. Looks like we have no choice. Dann wollen wir mal sehen. Auf von der Sicht, dankeschön. So, der Magier, den One-Hitten wir gleich mal. Einmal gewonnener Magier, vielen Dank. So, kurz den Avatar heilen. Dann kann der sich auf die Ninja hier stürzen. Und die nicht besiegen. Das ist nicht so gut. Bitte nur vorstellen. Bitte. Au. So, dann bitte einmal kaputt machen. Let's go. So. It's over. Vielen Dank. Das Level-Up können wir gut gebrauchen. Wir sind tatsächlich ein bisschen unterlevelt im Gegensatz zu den anderen. Die meisten sind schon auf Level 10. Na gut, außer Silas. Außer Sakura. Außer Orochi. Okay, wir sind vielleicht doch nicht ganz so unterlevelt, wie ich dachte. So, können wir gleich mal heilen. Dann geht es gleich ein bisschen besser. Ah, den lassen wir, glaube ich, ein bisschen rankommen. Hi. Autsch. A hero's work is never done. Oh, daneben. Ich hoffe, ihr Waffenrang erhöht sich mal. Brauchst du denn auch Waffe nicht mehr viel? Ach, greif mal an. Damit sie endlich mal höherstufige Waffen auswählen kann, macht sie nämlich auch mehr Schaden. So, Takumi, dann schieb mal deinen Bogen. Ach nee, lass das mal lieber. Hier ist ein bisschen zu stark, lass die mal stecken. Andere Leute brauchen die EP dringender. So, level up. Mein Ohr juckt. Yes. Ein typisches Silas Level up deucht mir. So, nein, ich möchte bitte einmal kurz Hinoka heilen. Den können wir nicht doppeln. Können wir ihn doppeln? Dankeschön. So, Phase weg. Ab. Dankeschön. Und wir machen ihn kaputt. Sorry. Na, klasse. Steh mitten da drin. Gefällt mir gar nicht. So, kannst du den bitte wegritten? Dankeschön. So. That's it. Weil, ist das die Drachenader? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Drachenader verschwinden. Ja. Ich hätte gern Hinoka benutzt, um das Teil gleich wieder wegzumachen. Na ja, toll, was habe ich getan? Au. 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 Na, schnell raus da. Verfahren. Hm.
So, da müssen wir zwar auch irgendwann durch, aber ich hoffe, wir können sie bis dahin wieder einfahren. Und die verschwinden wieder, keine Ahnung. So, und kurz darüber. So, Asura fliegt mal hier kurz hin, dann kann Jacob sie nämlich heilen. Mal gucken, dass wir ihr ein paar Kill geben können, damit sie mal auf ihren Waffenrang ganz hoch kriegt. So, kurz mit Heilung anheilen. So. Da ist noch ein zweites Fältchen. Wir stellen uns mal dahin. So. Oh, wie schön, der macht gar keinen Schaden. Und der trifft nicht. Das ist natürlich noch viel schöner. Fare thee well. Leave it to me. Yay, und damit hat Kasa auch vergiftete Klinge gelernt. Sehr schön. Die können wir killen. Sehr schön. Oder auch nicht. Naja, hat gereicht. So, ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber hey, ich tacke mir jetzt auch mal ein paar Kills. Not my fault, you're weak. Oh, ein Blütenfest. Ich kann auch sehr viel mit anfangen. Und da ist frei. Da lang zu gehen ist vielleicht nicht die weiseste Entscheidung. So, Hinoka kann da sich einfach drüber hinwegsetzen. Guten Tag. So, goodbye. Okay. Na, hat fast für ein Level abgereicht. Na komm, geh rüber, sind wir zum Kaffee. Ich kannst du dir gleich selbst rein, wenn du den nächsten halt. Hey, nicht fair. So. Kriegt die Luca wenigstens ein Level ab. Not strong enough. Oh, ein schönes Level ab. Und sie hat Entlastung gelernt. Wow, das war so gefährlich. Gut, dass du dazwischen gegangen bist zu Baki. Das hätte sonst. Das wäre doch schwer ins Auge gegangen. Ich wüsste nicht, wie sie das hätte überleben können. So, und Entlastung bewirkt. Stellt 20% der KP am Zugende her, wenn keine Einheit innerhalb von zwei Feldern sind. Das ist ziemlich cool. Also für Pegasus-Ritter, weil sie ja sowieso mit ihrer hohen Agilität überall hin können. Richter! Ich wünschte, er könnte sich aus den Stacheln einfach raus teleportieren. So, dann huschen wir hier mal kurz durch. Au, au. So. Level, erstmal den Level, das Level up einstreichen. Oh, ein schönes Level up. So, dann. Das sind auch keine Gegner auf Reichweite, ne? Wir wechseln kurz und dann transferieren wir mal kurz. Dann fliegen wir kurz zur Tour. Und plündern die! Yay, eine Rettung. Und das ist jetzt meine. So.
Dann kann Hinoka schon mal die da hinten killen. Erster Schlag. Und der zweite Schlag. Und ein Sonnenfest, dankeschön. Oh wow. Wechseln wir mal kurz hier zurück. So, Asura, dann fliegst du mal kurz zurück und gibst dem Avatar mal Karte hier. So, Salsa, wie viel Schaden machst du auf Kotaro? Nicht viel. Oh, hat einen Doppelschuriken. Das heißt, er ist gegen Schwerter schwach. Okay, dann schwäche ich mal vor Kase. Vielen Dank, dass ihr direkt in mein neues Gebiet gelaufen seid. Vielleicht bin da nicht eine Latrine in meinem neuen Schloss nach euch. So, und das. So, also ich habe dir ein paar EP serviert. Mach was draus. Kotaro von Mushoku. Ihr werdet mir Rede und Antwort stehen. Ich schulde niemandem Rechenschaft. Wer bist du, so etwas zu verlangen? Ich bin Saizo der Fünfte, Getreuer der hoshidischen Adelsfamilie. Saizo. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe schon andere deiner erbärmlichen Blutlinie getötet. Ihr wagt es. Wir sind eine ehrenhafte Familie. Ehrenhaft? Vielleicht. Schwach? Ganz sicher. Dieser glatzköpfige Narr, dein Vater, besaß die Dreistigkeit, mich zu belehren. Also habe ich seinem Leben ein Ende gesetzt. Ich wusste, ihr wart für seinen Tod verantwortlich. Feigling! Welch glücklicher Zufall. Vater und Sohn waren dieselbe Klinge. Wie poetisch. Ich werde dein Gedicht umschreiben. Ach, du bist nur ein wenig wie dein Vater. Bist du nur ein wenig wie dein Vater? Landest du nicht einen Treffer? Bist du sehr wie dein Vater? Triffst du in Schwarze? Vielleicht kommt Saizo auch mehr aus seiner Mutter. Wie schmeckt euch das? Habe ich einen Treffer gelandet? Wie passend. Vater, ich habe dich gerecht. Oh, wow. Glück. Und Geschwindigkeit. Nice. Wir haben ein Kodachi erhalten. So, fertig. Big Brother! Bruder, gut, dass du wieder normal bist. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. I won't allow it. Ja, mach das nie wieder, verstanden? What? In Ordnung, Leute. Hört auf zu weinen. Das ist ja peinlich. Das ist mir egal. Wir wussten nicht, ob wir dich je wiedersehen würden. Und dann tauchst du hier auf und benimmst dich so seltsam. Wir wussten nicht, ob du je wieder der Alte sein würdest, den wir kennen und lieben. Also, ich bin es definitiv. Danke für eure Besorgnis. Und tut mir leid, dass ich euch so beunruhigt habe. Ich bin froh, dass mein Otaku mir wieder gesund und munter ist. Eine Zeit lang sah es nicht gut für uns aus. Yes. Melatakumi, von nun an passen wir auf, dass euch nie wieder etwas zustößt. Hey! Schön, dich wieder zu haben, Takumi. Aber so sehr ich diesen Moment auch genießen möchte, Ryoma wird noch vermisst. Kannst du uns sagen, was mit euch beiden passiert ist? Ja, es war völlig verrückt. Wir trafen außerhalb von Izumo auf norische Truppen und begannen zu kämpfen. Doch bevor wir uns zurückziehen mussten, wurden wir voneinander getrennt. Wir waren unterlegen und wurden an den Rand der bodenlosen Schlucht getrieben. Hm? Wir haben also noch immer keine Ahnung, wo er ist. No. Nein, ich fürchte nicht. Etwas löste einen gewaltigen Erdrutsch aus und ich wurde mitgerissen. So fiel ich in die Schlucht. Du bist tatsächlich in die bodenlose Schlucht gefallen? Wie hast du überlebt? What? Ich habe noch nie gehört, dass jemals jemand von dort zurückkehrte. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nur, dass ich fiel. Es war eine Zeit lang dunkel und dann wachte ich hier auf. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Es ist ein Wunder, dass du deinen Fall überlebt hast. Hey. Also, kann mir jemand sagen, wie ich hierher gekommen bin? Oder was genau vor sich ging, bevor ich hier aufwachte? No. Mach dir im Moment keine Sorgen darüber. Ruh dich erstmal aus. No. Nein, ich muss es wissen. Ich hielt meinen Fujin Yumi in der Hand, als ich zu mir kam.
Und einige sind von euch am Rücken verwundet. Nun, sagt es mir, was habe ich getan? Ja. Takumi, du standest unter einem Zauber. Du bist aus dem Wald getaumelt und fingst an, uns anzugreifen. Bitte, sorge dich nicht deswegen. Wir wissen, dass es nicht deine Schuld war. Oh, was habe ich nur getan? Ein Prinz, der seine eigenen Leute angreift? Wie kann ich mich nur je wieder in Hoshido blicken lassen? No. Bitte, jemand oder etwas hat dich kontrolliert. Wir wissen, dass du nicht klar bei Verstand warst. Ich fürchte, das ist nur ein schwacher Trost. Well. Mir ist super leid, dass du so denkst, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle hier sind. Hilfst du uns, Ryoma zu finden? Vielleicht hilft es dein Gedächtnis auf die Sprünge. Können wir auf dich zählen? Yes. Ja, wenn ihr mir all meine verletzten Worte und Taten verzeihen könnt. Natürlich. Wir müssen nach vorne blicken und nicht der Vergangenheit nachhängen. Thanks. Danke, Sefi. Dir muss ich auch danken, Schwester. Oh, du nennst mich... Ich meine, gern geschehen, Takumi. Ich, Ist alles in Ordnung, Asura? Du siehst gar nicht gut aus. Well. Es ist alles in Ordnung. Ich bin wohl nur ein wenig müde. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mir geht es eben nur wieder besser. Ja. Und wenn du meinst? If I may. Verzeiht, alle zusammen. Ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Unsere Truppen retteten Kagero aus einem nahegelegenen unterirdischen Gefängnis. Willkommen zurück, Kagero. Let's get to it. Hallo alle zusammen. Guten Tag, Milady. Are you all right? Willkommen zurück. Geht es dir gut? Weißt du, was mit Ryoma passiert ist? Yes. Ja, doch fürchte ich. Huh? Nein, Ryoma kann nicht durch norische Hände gefallen sein. Das ist nicht möglich. Nein, Bruder. That can't be. Ich kann nicht glauben, dass er gefallen ist. Wenn wir zurückkehren, werden wir ihn in Gedenken an ihn ein Denkmal errichten. Bitte, erlaubt mir fortzufahren. Meines Wissens nach lebt Mylord Ryoma noch. Hm? Aber du sagtest, du fürchtest etwas. Yes. Ich wollte sagen, dass ich nicht weiß, wo er sich befindet. Getrennt von Mylord Takumi traf Mylord Ryoma einen hoshidischen Speer. Der Speer brachte Kunde von neuer Unruhen in Nor. Ryoma machte sich sofort auf den Weg nach Chief. What? Chief? Also ist der Moment auf dem Weg nach Nor? Das kann ich nur vermuten. Man beauftragte mich, mit dieser Information nach Hoshido zurückzukehren. Doch ich war achtens auf meiner Reise in Mushoku und wurde gefangen genommen. Ich entschuldige mich für mein beschämendes Gebaren. Schon gut. Wir wissen, dass du lebst. Wir sind froh, dass du lebst. Und zu wissen, dass Ryoma auch noch da draußen ist, ist eine wertvolle Information. Here we go. Ja, wir sollten uns besser auf den Weg machen, wenn wir ihn einholen wollen. Sefi, das bedeutet, den ganzen Weg zurück nach Nord zu gehen. Fühlst du dich dazu bereit? Let's go. Ja, natürlich. Let's go. Auf dem Seeweg sind wir schneller. Wir sollten zur nächsten Hafenstadt. Obwohl Kotaro besiegt ist, sollten wir vorsichtig sein. Es gibt sicher noch andere Ninjas, die seine Ansicht teilen und auf der Lauer liegen. Ja, du sprichst weise. Ich entsandte einen weiteren Verbündeten nach Shido. Er wird die Warnung verbreiten, diese Gegend einstweilen zu meiden. Ich erwarte seine Ankunft in Hoshido und Meldung bei Yukimura in einem halben Tag. Lady Sefi, erlaubt ihr mir, mich euch anzuschließen? Natürlich, für Ninja haben wir immer Platz. Ich fühle den Drang, mein vorheriges Versagen wieder gut zu machen. Thank you. Du schuldest uns nichts, aber wir wären froh, dich bei uns zu haben. Hört her! Je eher wir Ryoma finden, desto schneller können wir diesen Krieg beenden. Ich wünschte, ich wäre so überzeugt, wie ich klinge. So, einmal kurz speichern. Haben wir noch Zeit? Nein! Meine Güte. So, ich lese noch mal kurz in die Supports. Alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich ciao.